Er kann die Freunde, die er hat, an einer Hand abzählen. Wenn es um Angst geht, wirst du bei ihm keinen sehen. Er kennt nur Leute, die sein Geld wollen. Egal ob Anwalt, Vermieter, Bullen oder Jungs aus dem Ghetto. Er weiß nicht weiter, denn alles geht schief. Sogar das Geld von dem Dealer hat er einfach verspielt. Manchmal wünschte er sich, er wäre jetzt noch ein Kind. Doch die Wahrheit und die Nähe rennt er raus, muss zum Dienen. Er schaut oft auf die Uhr, es ist schon 7:15. Er wartet an der Ecke auf die Jungs, die ihn riefen. Während er dort steht, braucht er dort 2-3 Ketten und versucht sie danach immer weiter wegzuschnippen. Dann fuhr ein Benz an und senkte das Fenster und fragte den Typ, ob er endlich sein Geld hat. Wieso er nicht kam, als er ihn zu sich bestellt hat. Das letzte, was man sah, dass er blutig am Eck lag. Egal, das Leben geht weiter, rein in den Leihwagen. Die Welt dreht sich und ich bringe meinen Beitrag. Bin nur kurz hier und fliege dann weiter. Ich weiß, Gott hat was vor, ich kann gar nicht scheitern. Bin nur umgeben von sinnlosen Neidern, denen mein Leben wohl sinnlos erscheinen mag. Egal was sein mag, das Leben geht weiter. Bleibt nur die Frage, wie lang ich noch Zeit hab. Denn guck, die Zeit, sie verfliegt in meinem Alltag. Ich muss hier zusehen, wie Mama jetzt Zeit hat. Und irgendwann hab auch ich meinen Zahntag. Doch bis dahin lebe ich einfach so weiter und bleib emotional unerreichbar. Ist zwar hart, doch keiner sagt, dass es leicht war. Denn alles hinter dir zu lassen ist nicht einfach. Für diese Entscheidung möchte ich heute keinen Beifall.